Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute wird es ganz spannend. Ich habe Dr. Berit Hilpe bei mir. Sie ist Geschäftsführerin von Health Biocare und sie machen personalisierte Ernährungsberatung bezogen auf die Gene. Und was die Epigenetik ist und Analysen wirklich mit sich bringen und wie wir schon in der Prävention erkennen können, wie wir zu optimaler Gesundheit kommen, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Berit. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, du hast ja promoviert in Ernährungswissenschaften und hast dich dann wirklich diesem Feld der Epigenetik, Genetik geöffnet. Und gerade dieses Wort Epigenetik, das höre ich ganz oft auch, ja, epigenetisch gesehen und. Ich habe aber immer wieder das Gefühl, wissen wir überhaupt wirklich, was Epigenetik ist? Genau, also ich kann das gerne an einfachen Beispielen heute erklären, was Epigenetik bedeutet, wie man mit einfachen Mitteln wie über die Ernährung, über mehr Bewegung die Gene so steuern kann, dass man in eine Richtung geht, die man halt will, dass man Gene, die regenerativ sind, Gene, die ein Verjüngen mehr abliest und Gene, die man eher gar nicht möchte, wie Entzündung oder frühzeitige Alterung, ganz selten abliest. Und das kann man eben über die Ernährung fast direkt steuern. Mittlerweile ist bekannt, dass es zum Beispiel verschiedene Pflanzeninhaltsstoffe gibt, die da eine große Rolle spielen in der Regulation und aber auch direkt fast mechanisch die Genablesefunktion verhindern. Okay. Und ich habe ein paar Folien vorbereitet, wo wir das im Detail uns anschauen können. Wenn du sprichst von Genen ablesen, kann ich mir das vorstellen, dass ich jetzt, mein Körper ist voller Gene und irgendwo entscheidet jemand, ob jetzt gute Gene sich vermehren oder entzündliche Informationen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann diese Epigenetik, der entscheidet, was abgelesen wird? Da gibt es ein bisschen eine Diskussion drüber. Also es muss sowieso ja immer entschieden werden an die Bedürfnisse in dem Moment. Zum Beispiel eben, wenn man gerade Sport macht, dann muss man natürlich die Muskeln aktivieren, vielleicht die Schweißausschüttung, dass der Körper nicht zu heiß wird, aktivieren. Das wird sowieso ständig reguliert. Und man kann aber nachhaltig regulieren, ob es einfacher ist, das abzulesen oder verkompliziert ist, das abzulesen. Und das ist dann die Epigenetik. Aber natürlich, das verschwimmt ein bisschen. Also es ist irgendwie alles noch so ganz relativ neu, oder? Es ist gar nicht so neu, aber das ist natürlich, der Körper macht sowieso und wir Menschen haben dann die Begrifflichkeit drüber gesteckt. Aber definiert gibt es drei verschiedene Mechanismen, die man zurzeit eben als epigenetisch bezeichnet und die grenzt sich halt ab von den anderen Enzymen, die das aktivieren, ob was abgelesen wird oder nicht. Aber diese Enzyme wiederum sind auch epigenetisch und liegen natürlich auch in der epigenetischen Regulation. Dass sie aktiver sind oder weniger aktiv. Also ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast und was du vor allen Dingen auch dann kreiert hast in deinem Unternehmen, wo die Menschen dann halt auch wirklich diesen Benefit oder wie man diese Analysen macht, dann ins Leben umsetzen können. Mhm. Also diesen praktischen Effekt, das finde ich jetzt auch super spannend, ja. Ja, also das Beste an der Epigenetik ist, dass man eben schon Erscheinungen sieht, bevor irgendwas auftritt. Also man kann halt schon in die Zukunft schauen, das erkläre ich dann eh noch im Detail. Und wenn man präventiv arbeitet, dann hat man immer den großen Vorteil, dass man viel weniger Energie, viel weniger Aufwand reinstecken muss. Und wenn man aber erst nacharbeitet, wenn jemand schon krank ist, dann ist es immer so viel mehr Aufwand und so viel komplizierter. Also ich erkenne das Kind schon, wenn es auf dem Weg ist zum Brunnen und nicht, wenn es reingefallen ist, sozusagen. Ganz genau. Ja, super. Also als Übersicht, wir versuchen eben, die gesunde Lebenszeit zu verlängern. Und das ist in Europa die Gesamtlebenszeit durchschnittlich bei 84 Jahren. Und in unterschiedlichen Ländern gibt es verschiedene Lebensstile, die dazu führen, dass die Leute später oder früher schon krank werden. In Österreich ist es bei 58 Jahren, wo die ersten Erkrankungen auftreten, durchschnittlich. In der Schweiz ist es bei 60 Jahren. Und es bedeutet aber, verglichen zu den Ländern wie Malta und Schweden, wo die Leute am längsten gesund bleiben, sind es 15 Jahre gesunde Lebenszeit, die verloren gehen. Und das ist die Zeit, die wir eben verkürzen wollen. Wir wollen, dass die Leute
lange gesund bleiben und die Lebenszeit, die man hat, eben gesund verbringen kann. Man weiß ja auch in diesen ganzen Blue Zones und so, dass die Menschen dort gesund sterben. Genau. Das wäre eigentlich so das Beste, genau. Oder? Ja, also wir orientieren uns auch an verschiedenen Blue Zones Aspekten. Nur ist es so, wir versuchen die Empfehlung so zu geben, dass es regional angepasst ist. Mhm. Und die Blue Zones Aspekte kommen dann vor allen Dingen zum Tragen, wenn es einen Mehrbedarf gibt, wenn die Leute vielleicht schon irgendwelche erhöhten Werte haben im Entzündungsbereich oder so, dass man dann gezielt über verschiedene sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie EGCG aus grünem Tee, aus Tibet zum Beispiel, dann intervenieren kann. Mhm. Aber das ist immer mehr so der Mehrbedarf, wenn schon was passiert ist. Und aber die Gesunderhaltung sollte schon regional passieren und über die Möglichkeiten in den Gegenden, wo man selber aufgewachsen ist. Super. Das ist die Grafik dazu. Auf der linken Seite sieht man eben, die Krankheit ist schon aufgetreten. Wir haben schon Symptome und müssen die Symptome bekämpfen und bestenfalls rausfinden, woher es kommt. Und auf der rechten Seite überwachen wir die Person individuell, aber auch verglichen zu einer Gruppe, die gesund ist, um zu sehen, ab wo gibt es eine Abweichung und ab wo muss man verstärkt vielleicht über die Ernährung, über Bewegung, über Lebensstilanpassung das abändern, dass man eben unterhalb der Symptome bleibt und gesund bleibt langfristig. Wenn ich jetzt präventiv arbeiten möchte, angenommen, es gibt jetzt in der Familie Diabetes oder vielleicht auch Krebserkrankungen, kann ich über eine Analyse bei dir jetzt zum Beispiel rausfinden, ob über diese Analyse geht mein Körper in die Richtung? Passiert da schon was? Genau. Also wir schauen uns eben epigenetisch an, wie ist die Stoffwechselsituation, wie ist das Entzündungsverhalten, wie reagiert überhaupt die Gesamtmethylierung, also das ist vielleicht schon vorgegriffen, wie ist überhaupt die gesamte Regulation im Körper, mhm. Ist mein Körper, hat der überhaupt die Kraft, die Sachen in die richtige Richtung zu lenken? Und wir schauen uns allerdings auch genetische Faktoren dazu an, wo sind die Achillesfersen, vielleicht kann ich verschiedene epigenetisch wirksame Nährstoffe gar nicht genug bioverfügbar machen. Ich als Individuum, unabhängig vielleicht von Verwandtschaft. Und das ist halt, manche Leute essen eh schon super gesund und extrem ausgeglichen, aber die haben eine schlechte Bioverfügbarkeit, die müssen vielleicht noch mehr machen. Bei manchen Leuten reicht es, ein Minimum an Empfehlungen sich zu halten. Die können aber dafür mehr im Bewegungsbereich machen, weil deren Körper viel stärker auf Bewegung oder Sport reagiert. Und so kann man rausfinden, wo sind die Lebensstilfaktoren, bei denen ich mich leicht tue, die zu ändern, um aber einen großen Benefit für meine Gesundheit zu haben. Und dadurch, durch diese Personalisierung, fällt es den Leuten extrem leicht, diesen Lebensstiländerungen beizubehalten, weil wir eben nie über alle drüber eine Empfehlung geben und man wahnsinnig viele umstellen muss, sondern man kann halt ganz detailliert Empfehlungen geben und das dann wirklich im Leben beibehalten langfristig. Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei so einem metabolischen Syndrom bleiben, wie würde dann das epigenetisch erkennbar sein? Also wenn ich Epigenetik verstehen wollen würde, was genau, also kann ich daraus das schließen? Das metabolische Syndrom zum Beispiel, man würde dann epigenetisch sehen, ob es schon eine Veränderung durch den Prozess eben zum Beispiel der erhöhten Entzündung gegeben hat. Ob ich noch das abdecken kann, die Probleme, die, also wenn man das metabolische Syndrom hat, ist man ja schon krank, da ist man ja jenseits der Prävention. Aber wenn man vielleicht ein erhöhtes Risiko dafür hat, mhm. weil das familiär oder vom Lebensstil so ist, dann sehen wir, wie weit ist der Prozess schon fortgeschritten in der Zukunft? Wie schnell wird es kommen? Und wie stark muss man jetzt interagieren, dass man das noch aufhalten kann? Und genetisch sieht man es aber auch zum Teil, dass es gibt Leute, die haben halt die ganzen Sättigungshormone sind ganz anders reguliert. Die haben einfach immer Hunger, die haben ständig Heißhungerattacken und so weiter. Da sieht man dann, dass man zum Beispiel sehr viel über die Nährstoffdichte machen muss. Bei Leuten, die vielleicht prädispositioniert sind und aber die Hunger- und Sättigungshormone gut reguliert sind, bei denen muss man viel über den Lebensstil arbeiten, dass man, keine Ahnung, das Essen zum Beispiel vorher abwiegt oder auf den Teller gibt. Also es gibt so verschiedene Strategien, die man fahren kann, aufgrund auch der genetischen Auswertung, die dann
aber zur Umsetzung in der Epigenetik führt. Mhm. Ja, spannend. Gehen wir mal weiter. Was? Wir vergleichen es eben mit dem Jenga-Turm. Der Lebensstil oder das Leben ist eben der vollständige Turm. Und es ist nie notwendig, dass man sein ganzes Leben super perfekt lebt. Man kann jederzeit rausziehen an Stein und den Turm ein bisschen wackelig machen. Aber man braucht ein Tool, um das zu überwachen, wie weit ist der Turm noch stabil? An welcher Stelle muss ich vielleicht doch wieder einen Stein nachschieben, um die Stabilität aufrechtzuerhalten? Und das ist eben das, was die Epigenetik möglich macht. Ein Überwachungstool, mit dem man seinen Lebensstil ständig schauen kann, also ständig regelmäßig reicht, bevor der Turm wackelig wird. Weil wenn der Turm erstmal eingestürzt ist, muss man sehr viel Energie reinstecken, um ihn wieder aufzubauen, um das System wieder zu stabilisieren. Und das ist der Vorteil. Und das ist eben die Prävention, dass man erkennt, bevor es umkippt. Und da mit wenig Energie eben nur ein Steinchen zurückschieben muss, anstatt alle 100 oder so. Was wäre denn in der Praxis so ein Steinchen? Wäre das jetzt gerade so dieses Thema Bewegung bei dem einen, so das Schlüsselsteinchen? Oder wenn man die Achillessehne erwischt, dass jetzt ein Körper schon Entzündungen hat? Genau. Dass man da aktiv dagegen vorgeht? Genau, dass man zum Beispiel eben präventiv die Entzündung, also die Entzündungsmarke runterreguliert, Marker, oder das, so ein Steinchen könnte auch sein, dass man sieht, dass es prinzipiell zu wenig Nährstoffe gibt für eine spezielle Stoffwechselfunktion, und aber eben nie Nährstoffe, die man im Blutbild sieht, sondern Nährstoffe, die wirklich die Genregulation mit beeinflussen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn ich jetzt eine Blutanalyse mache und sehe, okay, HbA1c ist erhöht, CRP ist erhöht, dann habe ich noch, erhöhte Triglyceridwerte, Gamma-GT auch noch im Eimer, dann weiß ich ja schon, okay, das geht ja in die Richtung. Aber wenn ich jetzt die Analyse mache, was würde ich denn für eine Analyse machen, um da jetzt effizient mal für mich die Ergebnisse rauslesen zu können? Genau, also es gibt eben je nach Fragestellung, wo man eben vielleicht auch was man halt wissen will oder wo man auch aus dem Lebensstil raussieht, ist mein Stresslevel erhöht, habe ich vielleicht Probleme in der Ernährung oder habe ich das Gefühl, frühzeitig zu altern. Dann kann man unterschiedliche Analysen machen mit einer verschiedenen Fragestellung. Mhm. Und da schauen wir uns dann ganz gezielt an, eben wie lang sind die Telomere, wie sind die alterungsbedingten Gene reguliert. Wie sind auch verschiedene MikroRNAs, das ist die kurzfristige epigenetische Regulation reguliert. Die zeigen schon an, es gibt einen erhöhten Nährstoffbedarf im Körper, ohne dass es schon zu einer Mangelerscheinung gekommen ist. Im Blutbild sieht man eben erst, es gibt schon einen Mangel. Und wir können aber sehen, der Körper hat jetzt schon ein Problem eigentlich, versucht noch aus allen Ecken sozusagen das zusammenzukratzen, das kann man eine Zeit lang abpuffern, aber irgendwann gibt es dann über die Symptomkante und man hat dann schon die Probleme. Und das ist das, was wir analysieren, dass wir eben schon, bevor es eben dieses Problem gibt, das schon sehen können. Mhm. Angenommen, es gibt jetzt Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt, was weiß ich, jahrelang geraucht und getrunken und einfach nicht gut mich um mich gekümmert und jetzt will ich so ein Lebensveränderung. Mhm. Ja, kann ich das dann auch nutzen und sagen, da habe ich auch Regenerationspotenzial? Und gerade jetzt, wenn wir bei Süchten bleiben, Rauchen, Alkohol, Zuckerkonsum, was passiert da im Körper und mit welchen Stoffen könnte ich diese Regulation wieder in den Griff bekommen? Also es gibt ja interessanterweise Leute, die können super rauchen, saufen und viel Zucker essen, ohne dass sich viel passiert. Und das seht ihr dann aber auch in der Analyse? Das können wir dann auch sehen, ja, dass der ungesunde Lebensstil gar nicht so viel Probleme gemacht hat. Es sind mittlerweile auch schon verschiedene Mechanismen bekannt, dass verschiedene Heilungskräfte eben dann stärker aktiviert werden. Aber das Problem ist halt nie bei jedem. Und also Heilungskräfte in dem Moment, wo man... Also zum Beispiel beim Rauchen wurde jetzt vor kurzem erst publiziert, oder eben eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, dass es DNA-Reparaturmechanismen erhöht werden, wenn man raucht. Und das passiert aber bei
ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 80% der Leute und bei 20 eben gar nicht. Ja, aber 80% die Reparaturprozesse durch Rauchen verbessern ist natürlich... Ja, weil man natürlich einen Mehrbedarf hat. Weil die DNA wird ja geschädigt durchs Rauchen und der Körper puffert das ab, eben, dass er das repariert. Und jetzt müsste man aber gucken, ob der Schaden durchs Rauchen höher ist, genau, als die Regulationserhöhung. Ganz genau. Und wie war da das Ergebnis? Und das haben eben manche geschafft. Und die, vor allen Dingen die eben, die viel pflanzliche Lebensmittel essen, viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, eben die ganzen, was man in der Pflanze kennt, was bunt, bitter und so weiter ist. Mhm. Das sind halt die Schutzmechanismen für die Pflanze. Aber die haben auch eine Regulationswirkung im menschlichen Körper. Und wenn man das macht, sehr viel von diesen Sachen, dann hat der Körper die Möglichkeit, diese Prozesse überhaupt zu starten, eben wie DNA-Reparatur, um so schlechten Lebensstil abzupuffern. Wir haben das selber auch in einer Studie neulich erst gesehen. Da ging es eigentlich um antivirale Pflanzeninhaltsstoffe. Und da haben wir auch gesehen, dass der Lebensstil eine wahnsinnige Rolle spielt. Die Leute, die zum Beispiel viel geraucht haben, viel Alkohol getrunken haben und aber eine hohe Aufnahme hatten an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die hatten trotzdem eine nicht so schlechte Regulation, wie man angenommen hätte oder wie wir angenommen hatten eigentlich. Ja, und du hattest ja gerade erwähnt, das könnte sogar noch besser sein. Es ist nie besser, als wenn man nie raucht, sondern okay. Es ist nur, das Rauchen hat nie so viel Schaden, wie man annimmt, weil der Körper so stark dagegen arbeitet, gegen den Schaden. Wenn er die Helfer hat. Genau, wenn er die Unterstützung aus der Ernährung hat. Also wenn man raucht, dann super gesund ernähren. Genau. Dann kann man es so ein bisschen. Wobei, Thema Süchte fände ich jetzt auch spannend. Sieht man das auch? Kann jetzt auch jemand eine Analyse machen und sagen, ich bin eher so ein bisschen der Suchttyp? Das machen wir nie. Also nee. Man kann das auf alle Fälle machen. Es gibt genetische Faktoren, die verschiedene Süchte zu verschiedenen Süchten korreliert sind. Aber wir machen das nie. Wir sind rein im Ernährungsbereich aktiv. Ja, aber... Also es ist kein Plädoyer fürs Rauchen. Ich meine nur, der Lebensstil ist halt... Also komplex, und wenn man verschiedene Schwachstellen hat, kann man sehr viel eben über die Ernährung und über den Lebensstil davon ausbessern. Ja, und was ich auch schön finde an dem, was du gerade erzählt hast, das macht immer Hoffnung und Mut, den Lebensstil zu ändern, weil du ja schon sagst, die Regulationsfähigkeit vom Körper ist ja phänomenal. Ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne jetzt aus der Information, dass selbst wenn du den Körper vergiftest, hat der die Power, wenn man ihm die Werkzeuge gibt, das hinzubekommen. Und da ist es aber so, man darf sich nie mit anderen Leuten vergleichen, weil das ist extrem abschreckend. Es gibt wirklich Leute, die reagieren sehr schnell drauf, auch die rauchen viele Jahre und haben trotzdem gar nicht so viel Veränderung und machen dann ganz wenig Interventionen in eine gesunde Richtung und sofort geht es ihm besser. Und es gibt natürlich auch die Leute, die das Leben gar nicht so ungesund und haben eine extrem starke Prägung in ihrer Genregulierung über die wenige schlechte Lebensstil. Und die müssen dann vielleicht ganz viel dazu beitragen, dass es besser wird. Mhm. Besser wird es in beiden Fällen, aber manche müssen halt viel mehr dafür machen, andere weniger. Mir sind auch immer wieder Menschen begegnet, die sich unglaublich mit Ernährung beschäftigen und vegan und ganz gesund. Aber optisch hat wirklich die Lebendigkeit und die Power gefehlt. Da wäre doch eigentlich so eine Analyse auch mal interessant. Mhm. Kennst du diesen Typus auch, den ich gerade beschreibe? Was ist bei dem eigentlich, was kannst du daraus lesen? Dass es vielleicht nicht der richtige Zugang ist, wenn man den Körper überfordert mit verschiedenen Situationen oder dass vielleicht für manche Leute eben zu viel Bewegung zum Beispiel, also wenn man vor allen Dingen anfängt, den Lebensstil umzustellen und dann macht man sofort ganz viel Sport, vielleicht 5-mal die Woche, 1,5 Stunden oder so. Da gibt's Menschen, die verkraften das überhaupt nicht so gut. Die müssen sich langsam an die neue Situation gewöhnen. Und dann gibt's Leute, die können das, die können sofort loslegen. Und das ist, also wir hatten das vor kurzem erst, wir haben jemanden gehabt, der hat alles von heute auf morgen umgestellt, Ernährung, intermittierendes Fasten, Kraftsport, und dem sind die Telomere kürzer geworden, zum Beispiel dadurch nach 6 Monaten, weil das erstmal nie individualisiert war. Also er hat überhaupt nie geschaut, was ist für seinen Körper gut. Plus er hat halt alles gemacht, was viel zu viel war für die Umstellung. Ja, wenn du jetzt gerade auch
Sport, ich switche jetzt so ein bisschen einfach, dass man mal einen Überblick bekommt, wo man es überall einsetzen kann. Wenn ich jetzt das Ziel habe, zum Beispiel als Mann, zu sagen, okay, ich möchte jetzt Krafttraining machen, so wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast, aber ich möchte auch wirklich zunehmen in der Masse, ja, also Muskulatur wirklich aufbauen. Und da gibt's ja auch unterschiedliche Menschentypen, Ektomorph, Endomorph, weiß nicht, ob ihr mit sowas dann arbeitet. Kann ich da auch schauen, dass ich über so eine Analyse weiß, was mein Körper benötigt, um ein Muskelwachstum auch hinzubekommen? Ja, also wir haben, also Muskelwachstum ist zum Beispiel auch epigenetisch reguliert. Mhm. Da gibt es auch MikroRNAs, die das beschleunigen können. Und es gibt auch Nährstoffe, wo man genau weiß, dass die auf diese MikroRNAs wirken. Also wir haben zum Beispiel auch eine Sportanalyse, wo wir verschiedene epigenetische Marker uns anschauen für eben mehr Bedarf an Nährstoffen, Muskelwachstum oder ob man vielleicht schon kurz vorm Übertraining ist, was für viele Profisportlerinnen extrem wichtig ist. Und bei allen MikroRNAs, die wir uns da anschauen, das ist eben die Kommunikation im Körper, die dieses Feintuning macht. Da geht es ja gerade im Sport um wirklich Präzision, auch in der Regulation. Und man kann eben über wirklich ganz klare Nährstoffempfehlungen sehr viel erreichen. Also super spannend. Auch für, also ja. Ja. Also es ist jetzt nicht nur für Profisportlerinnen, also wir haben das getestet mit dem österreichischen Radsportteam und die haben gesagt, mit der Analyse haben sie genau die gleichen Ergebnisse gekriegt wie bei ihrem Sportarzt, der halt, was weiß ich, 24 Stunden EKG und Belastungs-EKG und so weiter gemacht hat. Also es ist auch schneller und effizienter. Genau, es ist schnell, effizient und man kriegt halt, man weiß halt genau, welche Stellen im Körper nie so reguliert sind, wie man möchte und kann eben über wirklich einzelne Nährstoffe, ohne dass man wieder seine gesamte Ernährung ändern muss. Und individuell, also es wird halt nie über alle gleich drüber gestreut. Du hattest jetzt gerade von einer Mikro-mRNA gesprochen, die den Muskelwachstum reguliert. Ja. Und die braucht Nahrung. Oder Unterstützung. Die Unterstützung geht insoweit, dass die Enzyme aktiviert werden, die das vielleicht wieder vermehrt produziert. Und gibt's da so ein bestimmtes Lebensmittel, wo du sagst, das würde das machen? Ja, aber das ist gerade nicht auswendig. Okay. Wäre das individualisiert oder könnte man schon sagen wir mal, das wären jetzt zum Beispiel Erbsenprotein, ja, Kichererbsen oder sowas, ja. Würde das dann bei allen diese Mikro-mRNA, diese Aktivierung unterstützen? Oder ist genau das Individuelle, dass es nämlich bei dir die Kichererbsen sind und bei mir ist nämlich dann das Hanfprotein? Also das einzelne Lebensmittel hat einen Einfluss auf alle Mikro-mRNAs in jedem Menschen. Das Wichtige ist nur, dass wir eben schauen, ob man überhaupt das braucht, ob sozusagen die Mikro-mRNA runterreguliert ist, dass man das essen sollte, damit sie hochreguliert wird. Bei Leuten, wo die MikroRNA schon hochreguliert ist, würde ich jetzt eben nie den Körper überlasten, indem ich das dazugebe und es gar nicht benötigt wird. Darum, das ist die Idee, dass man eben nie wahllos die Sachen reingibt und der Körper komplett überlastet ist von viel zu viel verschiedenen Sachen, die eben nicht benötigt werden. Mhm. Ja, echt spannend. Es ist eher im Bereich sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, was wir empfehlen, weil das eben so in die Regulationsmechanismen eingreift. Ich glaube, da machen wir noch mal eine eigene Sendung zum Thema wirklich Ernährung und diese ganzen Geschichten. Wir sind jetzt so ein bisschen abgekommen, ja, von der Epigenetik und Genetik. Ich wollte es ja mal wirklich verstehen, was diese Epigenetik wirklich bedeutet. Und hier sehen wir auch schön die Umweltfaktoren, die wir auch gerade schon angesprochen haben, wie jetzt in dem Fall Rauchen. Genau, also es gibt eben drei verschiedene Mechanismen, wir sehen da die DNA ganz normal. Die DNA ist ungefähr 2 Meter lang und muss ja in jede einzelne Zelle gewickelt werden. Und wie das funktioniert, da gibt's ganz viele Regulationsmechanismen. Und da versucht man eben, das ist die Histonmodifikation, so zu wickeln und den Körper so anzuregen, dass krankheitserregende Gene, dass alterungsrelevante Gene nach innen gewickelt werden und Reparatur-Regenerationsgene nach außen gewickelt werden.
oder man kann auch locker und eng wickeln. Und das gibt, da gibt es Steuermechanismen, eben zum Beispiel über Pflanzeninhaltsstoffe, die genau wissen, welches Gen will man nicht haben, das wird nach innen gewickelt oder festgewickelt, und die Gene, die man aber häufig will, die werden nach außen und locker gewickelt. Und das ist aber ein ständiger Prozess, wie das funktioniert. Das ist auch in unterschiedlichen Organen verschieden, und das kann man eben mittlerweile, kennt man halt schon verschiedene, also man kennt ungefähr, also es gibt 50 Enzyme, die das regulieren, und die kann man alle einzeln beeinflussen über Nährstoffe. Und das ist halt das Coole daran. Und also einfach formuliert jetzt mal wirklich, wenn ich sage, okay, wie vorhin das Beispiel, ich rauche und trinke und nehme Medikamente und habe Umwelteinflüsse, dann wird das Gen immer locker gewickelt. Und dann gibt es dann diese, sage ich mal, ledrige Haut, Falten, Muskelabbau oder vielleicht auch Krankheiten. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, ich greife jetzt aber auf diese 50 Enzyme zurück, damit ich meine DNA wieder gut wickel. Also die 50 Enzyme machen beides. Sie machen sowohl eng als auch weit wickeln. Okay, also ich will nur die, die jetzt genau. gut wickeln. Dann habe ich aber wirklich auch die Möglichkeit, dass sich eben solche Alterungsprozesse wieder regulieren, Gesundheit wieder reguliert, also Haut, Haare, Nägel, auch so ein Anti-Aging-Verjüngungseffekt. Genau. Also Verjüngen ist natürlich das Beste, aber man kann ja auch manchmal sagen, ich versuche es einfach nur zu stabilisieren, das Alter, was ich jetzt habe, beizubehalten, das biologische Alter, dass ich ab da eben nicht mehr biologisch so viel älter wäre, nur noch chronologisch. Ah, da können wir auch mal noch ein Interview drüber machen. Also ja, da gibt's noch ganz viel zu sagen. Ja. Unsere Zeit ist jetzt schon ein bisschen rum. Ich blätter mal schnell. Aber zur Epigenetik, das würde ich noch gern sehen, dass wir da noch mal von dir hören, was es ist zum Schluss, ja. Also die Idee der Epigenetik, die gab's schon 1942 von Waddington, und er hat sich das so vorgestellt, es gibt eben diese Landschaft, die unterschiedliche Prägungen hat über den Lebensstil, und die Zelldifferenzierung rollt quasi den Berg runter, und je nach Lebensstilfaktor nimmt das eben die eine oder die andere Abzweigung und hat dann dadurch eine andere Funktion. Und diese Landschaft wird gehalten von unten von eben so Stricken, sage ich jetzt mal, die eben die Landschaft stabilisieren. Und das ist unsere Ernährung, unsere Bewegung, eben unser Stressniveau, die Psyche, vielleicht wie wir geboren sind. Und diese Bahn, gibt es verschiedene Verknüpfungspunkte, wo viele Faktoren auch zusammenkommen. Und wenn man diese Stellen, wo die verankert sind, messen kann, das nennen wir Biomarker. Weil ein Biomarker reflektiert ein komplexes System an Stoffwechselprozessen, und man muss nur ein was untersuchen, und trotzdem hat man sehr viel Informationen dazu. Die Genetik ist eben vorgegeben, man kann nichts daran ändern, das ist fix. Und die Epigenetik, das ist das Gute, die ist veränderbar. Es gibt ein molekulares Gedächtnis für Umwelteinflüsse, die sozusagen, was habe ich schon erlebt, aber auch, was macht es in der Zukunft mit mir? Wie kann ich, sozusagen, bin ich aktiv, dass ich sofort reagieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel krank werde oder wenn sich das Klima ändert oder was auch immer. Und das ist eben unsere Anpassungsfähigkeit, und das ist das Beste, dass man sich das bewusst macht, dass man jederzeit Sachen ändern kann. Allgemein erklärt, eben das ist ein Chromosom, da ist die DNA aufgewickelt, und dieser lange Strang quasi, da ist die Information drauf, und wo so Information steht, wie zum Beispiel da jetzt Hunger, habe ich dahin geschrieben, das nennt man ein Gen, überall, wo irgendeine Funktion dahinter steckt. Und dazwischen gab es früher diese Stücke, wo man wusste, es ist kein Gen. Das hat man früher schwarze Materie oder schwarze DNA genannt, weil man dachte, das ist einfach überflüssig. Aber mittlerweile weiß man, darüber wird auch zum Beispiel die MikroRNAs oder epigenetische Faktoren reguliert. Und dann kommt die Polymerase, das ist der Scanner, der liest das ab, baut eine mRNA draus aus der DNA, und die verlässt dann die Zelle und hat dann die Information, was umgesetzt werden muss im Körper. Und alles natürlich auf Basis von den vier verschiedenen Nukleotiden. So, jetzt haben wir eben diese ganz lange DNA, wo irgendwo bla 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 steht. Und dazwischen gibt es immer versteckte Informationen, zum Beispiel Heilung, Satt, Regeneration. Und diese Funktion, das ist eben das Gen. Und diese Gene will man halt häufig oder selten ablesen, je nachdem, was man gerade für Bedürfnisse hat, wie der Lebensstil gerade funktioniert. Und
Die Genexpression im epigenetischen Bereich kann man eben wie so einen Hausbau sich vorstellen. Man hat erst den Plan, wo vorgegeben ist, also dass die DNA, was könnte passieren. Dann wird es abgelesen, der Plan, in ein Rendering, in ein 3D-Modell umgebaut. Und dann werden alle Baustoffe bestellt und es wird ein Haus gebaut. Das ist die Umsetzung der Funktion. Eine Frage, nur damit ich es richtig verstehe, diese Mikro-RNA, damit stelle ich ja sicher, dass eben diese Architekturpläne super optimiert werden, wenn ich die gut versorge mit Enzymen, oder? Ich kann doch die Qualität dieses Bauplans optimieren, indem ich diese Mikro-RNA unterstütze irgendwie. Genau, also der erste Prozess wäre eben die Methylierung und die Mikro-RNA, die kommt dann erst quasi vom, wenn man das Rendering auf den Hausbau, also die Mikro-RNA ist dann eigentlich beteiligt an der Organisation der Baustoffe. Der erste Schritt ist eben die Methylierung, aber beide... Was ist Methylierung? Genau, also, das erkläre ich jetzt. Wie gesagt, mein Guantanamo war Biochemie im Studium. Ich bin jetzt froh, dass du da bist und jetzt, genau, Methylierung. Also Methylierung, eine Methylgruppe ist... Ein Kohlenstoff mit drei Wasserstoffatomen und die werden außen an die DNA, an den Nukleotiden angebaut. Also ich will da jetzt gar nicht so ins Detail. Nee, aber, geh mal nicht genau. So. Also man kann sich das eben so vorstellen, wenn das Gen ist, was wir da sehen in der DNA, dann gibt es wirklich so mechanische Stoffe, die da oben dran gebaut werden, wie meine Uhr zum Beispiel. Und jetzt kommt die Polymerase und will das ablesen und blockt wirklich dran ab, weil es... Die Polymerase ist der Scanner. Die Polymerase ist der Scanner, der die Informationen abliest vom Bauplan. Der Bauplanleser. Und wenn da oben was dran gebaut ist, dann kann er eben nicht auf den Bauplan zugreifen. Was könnte deine Uhr denn sein? Eine Methylgruppe. Und das kann auch eine nicht gute sein? Nee, das gibt's nicht. Das ist nie böse oder schlecht. Okay. Das Gen selber zum Beispiel hat eben eine Funktion. Und wenn das eben jetzt zum Beispiel Hunger ist und da sind sehr viele Methylgruppen, dann habe ich selten Hunger, weil meine Hungerhormone gar nicht produziert werden können, weil der Körper nie auf den Bauplan für Hungerhormone zugreifen kann. Wenn jetzt zum Beispiel aber Entzündung ist und das ist abgedeckt, dann kann er auch nie so viel entzünden, dann kann er zum Beispiel keine Zytokine ausschütten und so weiter, weil das eben abgedeckt ist. Aber das gibt natürlich auch Regulationen. Das kann alles abgedeckt werden oder nur bestimmte Bereiche oder erst später. Und so kann man das fein justieren, die Methylierung. Also was ist jetzt bei jemand, der immer Hunger hat, der extrem Übergewicht hat und vielleicht... Genau, das kann natürlich viele Gründe auch haben, aber dann sind eben die ganzen Enzyme oder Hormone für Hunger eben auf alle Fälle nie methyliert. Aber es kann auch noch andere Probleme geben. Und dann kommt der Scanner und scannt Hunger. Genau, liest ab, und dann isst. Und dann kann es ja im schlimmsten Fall dazu kommen, dass dann der Mensch so übergewichtig ist, dass dann, sag ich mal, eine Magenverkleinerung eine Lösung wäre. Genau. Und also, was ich da aber schon gehört habe, weil jetzt macht es nämlich Sinn, dass es eine sehr ungünstige Verfahrensweise ist, weil viele danach Depressionen oder eine hohe Suizidrate haben, weil das Programm Hunger läuft ja immer noch weiter, aber die dürfen ja nicht essen. Ganz genau. Und dann kommt es doch bestimmt zu einem Kollaps irgendwo im Kopf oder im Körper. Es ist jetzt nicht ganz mein Fachbereich, aber auf alle Fälle kommt es ja durch die Magen-OP dazu, dass auch verringert Nährstoffe aufgenommen werden können und wahrscheinlich dann auch Probleme entsteht, dass wieder zu wenig Methylgruppen aufgenommen werden können. Plus durch das verringerte Volumen, gerade die ganzen Pflanzen und Obst und Gemüse und so weiter, haben wir ein großes Volumen, die man besonders häufig essen sollte, eigentlich, um genug Nährstoffe zu haben, um das zu regulieren. Also wäre es dann sinnvoll, bevor ich mich so einer OP unterziehe, dass ich wirklich eine Genanalyse mache und gucke, ob eine epigenetische Analyse. Ja. Ja, und also es ist natürlich ein komplexes System. Ne? Es ist ja nie nur die Methylierung, aber wie es dazu kommt, kann man auch unterscheiden. Also es ist jetzt genau was ganz anderes, aber man kann natürlich unterscheiden, ist es ein anerzogenes Essen, ist es wirklich bedingt, dass die Enzyme so stark ausgeschüttet werden, das kann man auf alle Fälle durch so eine Analyse rausfinden. Mhm. Und ich kann es aber auch beeinflussen. Und dann kann man es beeinflussen, an welcher Stelle man ansetzen muss. Das ist so viel besser. Ja.
Okay. Auf alle Fälle. Ja, ich brauche so ein bisschen praktische Beispiele noch. Nein, praktisches Beispiel, also das habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber vielleicht später. Man hat es rausgefunden mit der Methylierung an Mäusen, die heißen Agouti-Mäuse und die sind dunkelbraun und dünn. Und dann haben sie die Mütter ohne Folsäure ernährt. Und Folsäure ist ein Methyldonator, also ein Lebensmittel, was viele von diesen Bausteinen sozusagen wie meine Ohr zur Verfügung stellt. Dann haben diese Mäuse Kinder bekommen, die waren hell und dick, weil das auf dem gleichen Gen war, was sozusagen unmethyliert war. Und durch die aber Methylierung konnte dieser negative Aspekt von Dicksein nie abgelesen werden und die Fellfarbe auch nicht, was ja egal wäre. Und wenn man dann diese dicken, hellen Kinder wieder gefüttert hat mit gesunden Lebensmitteln, wie eben Brokkoli, dann haben die wieder dünne, braune Kinder gekriegt, dunkelbraune Kinder. Weil es einfach wirklich nur die Regulation in den Genen ist und nicht, das ist das extremste Beispiel, was es halt gibt. Aber ja, aber extrem spannend. Ohne, dass sie natürlich anders gegessen haben, dann die Kinder. Die sind schon dick auf die Welt gekommen. Und ich konnte es wieder regenerieren. Weil wir haben ja jetzt eine Gesellschaft. Mhm. Also wenn wir es jetzt mit früher vergleichen oder mit Blue Zones, ja. Jetzt haben wir ja diese ganze Zucker, Fast Food, die ganzen metabolische Syndrome und alles, was jetzt alles kommt. Und ich habe aber die Möglichkeit, jetzt sage ich mal ganz plakativ, mit Brokkoli das wieder so hinzubekommen, dass die Methylierung das wieder genau ausgleichen kann. Okay. Und das ist eben das, was jahrelang die Ernährungswissenschaften ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt haben. Dass es immer alle Ernährungsweisen auf jeden Menschen gleich sozusagen bezogen wurden. Und dann hat natürlich das Studienauskommen, je nachdem, wen man halt gerade in der Gruppe hatte, halt was man so mal so. Wenn man das aber personalisiert macht, dann sieht man genau natürlich, wer hat welchen Bedarf. Und wenn man das zuliefert, dann passiert da auch wirklich was im Körper. Plus, bisher hat man eben gedacht, ja, Brokkoli, das ist so ein Totwort irgendwie und so überstrapaziert, aber es hat halt eben den Einfluss auf die Genregulation. Und wenn das den Leuten erstmal klar wird, wie sie über ihre Ernährung eben nicht nur, keine Ahnung, Vitamine aufnehmen oder sowas, sondern dass sie wirklich ihre eigenen Gene regulieren können damit und das verändern können, ihr ganzes Leben verändern können, auch ihre mentale Haltung dadurch verändern können über andere Stoffe im Gehirn, Das macht so viel Unterschied auch in der Umsetzung der Empfehlung, wenn das dieses große Ausmaß jemandem bewusst wird. Wow. Okay. Genau, also das war eben die Methylierung, der erste Schritt. Die Gene werden abgelesen, der Scanner kommt, will die Informationen umsetzen. Der Bauplan wird abgelesen. Oder eben auch nie. Dann MikroRNA sind eben die letzten 2 Wochen. Das ist eben die teilweise auch nur 5 Minuten. Das kann man sich so vorstellen. Du fährst auf der Straße, vor dir bremst jemand und du musst voll bremsen und dein Körper liest sofort alle wichtigen Stressgene ab. Adrenalin, Cortisol und so weiter. Und dann merkt er aber, du hast gebremst. Du bist gar nicht aufgefahren, es braucht eigentlich jetzt gar nicht die Stressung und dann kommt sofort die MikroRNA und fängt sozusagen die Informationen ab, noch bevor es eigentlich zum richtigen Baustoff geworden ist. Es muss dann nicht also das ganze Adrenalin wieder weggeräumt werden, sondern noch nur die Zwischenstufe vom Adrenalin, quasi die mRNA vom Adrenalin, die wird wieder gebunden und du brauchst dann gar keinen Stress haben. Dein Körper wird gar nicht mehr mit dem Stress belastet, weil er erkannt hat, es ist gar nichts passiert. Das machen die MikroRNA. Sie machen ganz schnell diese Regulation. Oder du betreibst Sport und du merkst eigentlich, oh, jetzt brauche ich voll viel Nährstoffe. Dann werden die MikroRNAs ausgeschüttet, dass alle Nährstoffe aktiviert werden im Körper, wo halt noch irgendwas sich versteckt. Und wenn das eine kurzfristige Sache ist und du dann die Nährstoffe beim nächsten Essen nachlieferst, dann gehen die MikroRNAs wieder runter. Wenn du aber permanent dich falsch ernährst, dann bleiben die immer hoch und versuchen, irgendwo Nährstoffe aufzutreiben, zum Beispiel aus deinen Knochen das Kalzium zu ziehen oder aus deinen Muskeln vielleicht irgendwelche wichtigen Aminosäuren. Und das ist dann langfristig eben das Problem. Und wenn man jetzt Muskelaufbau betreibt, dann ist vielleicht auch teilweise die Programmierung so, dass man denkt, das reicht jetzt, das Maß an Sport brauche ich nur die Muskeln, aber man kann dann schon durch verschiedene Nährstoffe die aktivieren, dass sie denken, wir wollen jetzt doch noch ein bisschen mehr machen. Also man kann das auch so ein bisschen gezielt manipulieren. Aber im gesunden Maß. Man kann es nicht übertreiben, weil es ist halt nie eine Überdosierung möglich. Wenn die erstmal gesättigt sind, dann
passiert nichts mehr. Aber man kann sie halt schon noch um ein gewisses Maß erhöhen oder erniedrigen. Wenn wir jetzt diese Burnout-Thematik nehmen, Nebennieren und diese ganze Cortisol-Ausschüttung, jetzt überlege ich mir gerade, du hast ja so permanent Stress. Ich nehme gerade diesen Autounfall. Mhm. Aber diesen Autounfall haben ja manche Menschen so gefühlt jede Viertelstunde, weil sie irgendwie am Computer irgendwelche stressigen Situationen haben. Und jetzt könnte ich über die Ernährung verursachen, dass es gar nicht dazu kommt, dass meine Nebenniere zu viel Cortisol ausschüttet, sondern schon davor abfangen. Genau. Da gibt es einige Studien dazu, dass es ganz viele MikroRNAs gibt, die eben da in diesem Feintuning arbeiten. Die kann man auch messen. Da kann man zum Beispiel unterscheiden, ist man noch im akuten Stressbereich oder ist man schon im chronischen Stress? Hat man schon ein Risiko für Spätfolgen oder kann man es noch abpuffern? Und da gibt es wahnsinnig viele Nährstoffe, mit denen man diese Regulation beeinflussen kann, dass es auch wirklich spürbar zu einer Stressreduktion kommt, nur über die Ernährung. Und da ist natürlich Tryptophan und sowas auch eine Rolle, aber auch sehr viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die MikroRNAs regulieren, dass das Stresslevel, was wir haben, gleich bleibt, nur es wird weniger empfunden so. Ich kenne das mit der Nebenniere, in Verbindung kommen gerade relativ viele, die sagen Ashwagandha und Rosenwurz. Mhm. Sagt dir das was in Verbindung damit? Was? Ja, Ashwagandha, gibt es auch einige Studien im Epigenetikbereich, aber ich habe jetzt noch keine MikroRNA-Studie gefunden, wo man gesehen hat, dass das Ashwagandha wirkt. Mhm. Aber es gibt da auch ganz zum Beispiel eben doch Buttersäure, was die Bakterien produzieren im Darm. Das hat eine ganz starke Wirkung. Quercetin aus Zwiebeln und Knoblauch ist super gegen Stressreduktion, also für die Reduktion des Empfindens von Stress. Was noch? Resveratrol aus den roten Trauben. Also es gibt so ganz klare, ein klares Wissen schon über welche Nährstoffe auch speziell einzelne MikroRNAs. Weil es müssen ja auch wiederum nie alle fehlreguliert sein. Es kann ja nur sein, dass quasi in diesem komplexen System nur ein was fehlreguliert ist, was aber natürlich dann das ganze System verändert. Ich kann aber durch eine Analyse rausfinden, was bei mir ganz jetzt, genau, ja. ob ich jetzt Resveratrol oder... Genau, an welcher Stelle, welchen Nährstoff. Okay. Wir vergleichen das wie so ein Haus mit lauter Zahnrädern. Das ist unser Alltag. Und die drehen sich. Und man muss halt schauen, wenn die Zahnräder zu kurz sind, dann drehen sie durch. Wenn sie zu lang sind oder irgendwie nie geölt, dann dreht sie es schwer. Und da reicht ja ein einziges Zahnrad, das das System verändert. Und wenn man das wieder fixt, dann läuft der ganze Haushalt wieder stabil. Traumhaft. Ja, es ist Wahnsinn, was man mit Ernährung machen kann. Es ist wirklich. Ich meine, man sieht es ja auch manchmal, wenn man wirklich Menschen trifft, wir haben ja auch tolle Gäste, die jetzt zum Beispiel sich mit Sprossen ernähren und so. Mhm. Ich meine, man sieht es halt auch. Ja, der Körper, die Ausstrahlung, die Augen, die Haut, es ist einfach repariert. Ja, also gerade Spermidin, was ja eben jetzt gerade auch so ein Hype ist, aus Sprossen, das ist da weiß man auch, dass es eben neuroprotektiv wirkt, dass es einen Einfluss hat auf die Prävention von Alzheimer, von Demenz. Was sind das für Sprossen dann? Also alles, was schnell wächst, enthält viel Spermidin. Okay. Und das können alle Sprossen sein, aber wir schauen halt auch, dass es eben wieder regional, zum Beispiel über Buchweizen kann man das zu sich führen oder Weizensprossen. Also Buchweizen ist insofern super, weil Buchweizen auch so viele andere positive Inhaltsstoffe hat, die auf die Leberregeneration gehen, auf die Gefäßwände, Wandstabilität, auf ganz viele Sachen. Und es ist regional. Mhm. Du hattest mir ja im Vorgespräch verraten, dass du dir morgens auch den Buchweizen ansetzt, was ich ja super spannend finde, um das Ganze zu erleichtern, dass du den ein, zwei Tage keimen lässt. Genau, 2 bis 3 Tage. Ja, und dann dir das wirklich in 7 Gläschen abfüllst. Mhm. Und das wäre dann auch in Ordnung. Dann kann ich die 7 Tage das im Kühlschrank, mir eben mit Leinsamen und allen anderen, tust du Leinsamen auch quellen lassen? Der Leinsamen lasse ich mitkeimen. Und Sesam habe ich auch schon probiert, aber der ist bei mir noch nie gekeimt. Okay.
Und verändert sich dann was von der Nährstoffkonzentration, wenn ich das jetzt eine Woche im Kühlschrank habe? Oder sagst du, das ist völlig in Ordnung? Das macht sicher einen Unterschied. Nur ich denke mir immer, alternativ dazu würde ich mir vielleicht ein Käsebrötchen oder sowas machen. Ja. Und das ist natürlich dann trotzdem noch wie Tag und Nacht. Ja, super. Nee, also da gehen wir nochmal speziell in einem Interview. Ich meine, jetzt mache ich schon eine Doppelsendung spontan mit dir, weil es so interessant ist, dass wir es einfach am Stück haben. Und genau, was haben wir jetzt hier? Genau, das ist die dritte Variante, wie man epigenetisch verändern kann. Das ist die Histonmodifikation. Das ist eben, wenn der Bauplan zerknüllt wird. Dann kann man ihn eben nicht mehr ablesen. Das ist eben, wie die DNA gewickelt wird in die Zelle. Über Histone nennt man das. Das sind so Proteinkugeln, die das erleichtern, die Wicklung. Und alles, was dann eben nach außen vom Bauplan ist, das kann man ablesen. Was nach innen zerknüllt ist, kann man eben nicht ablesen. Da ist nochmal die Übersicht. Es gibt eben diese drei epigenetischen Mechanismen, die man beeinflussen kann. Das eine ist die Methylierung, das ist das Abdecken vom Bauplan. Der Bauplan kann gar nicht gelesen werden. Die MikroRNAs ist, dass das Rendering vom Bauplan schon erstellt wurde, aber die Baustoffe werden nicht bestellt, es kommt nie zum Hausbau. Und das dritte ist, der Bauplan wird überhaupt zerknüllt und nur die Außenseite kann man ablesen noch. Können wir da noch mal kurz zurückgehen? Ja. Das erste. Kannst du das noch mal wiederholen, dieses Histonmodifikation? Das unterste, ja. Also die Histonmodifikation hatte ich vorhin schon erklärt kurz. Das ist eben die 2 Meter lange DNA, muss ja in jede Zelle reinpassen. Und dafür wird sie aufgewickelt. Und je nachdem, wie das gewickelt wird, kann man verschiedene Sachen dann ablesen oder eben nicht. Dann versucht man natürlich auch Risikofaktoren, also der Körper versucht das, Risikofaktoren für Krankheiten, für auch meinetwegen Krebs oder MS oder was auch immer, auch nach innen zu wickeln, dass das vielleicht da ist, eine genetische Prädisposition, aber dass sie eben nicht ablesbar ist. Und nach außen sollen eben eher die Sachen gewickelt werden, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben. Genau, und bei der Wicklung, um die zu optimieren, habe ich natürlich auch wieder diese ganzen Pflanzenkostgeschichten. Mhm. Oder gibt es noch ein spezielles Enzym, wo du sagst, das hilft bei der Wicklung echt ultra? Also damit kriege ich wirklich eine tolle Optimierung hin. Es ist, wie gesagt, die Kombination aus vielen Sachen ist das Wichtige. Mhm. Dass man eben sich nie so auf ein was fokussiert, sondern dass es eben ein holistisches System der Körper und er hat unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten. Und je mehr Diversität wir ihm geben, umso mehr kann er das sozusagen nutzen, der Körper. Und es ist wie in allen Ökosystemen. Je mehr Abwechslung, umso stabiler. Aber wenn ich jetzt eine Genanalyse mache, epigenetische Analyse mache, kann ich sehen, was mein Körper braucht an Bewegung, an Nährstoffen, um die beste Wicklung hinzubekommen. Genau. Das schaffe ich dann darüber. Dann habe ich so diesen holistischen... Ja. Und manche sekundären Pflanzen machen ja auch eine weite Wicklung, weil eben, wie gesagt, die Regenerationssachen sollen ja weit gewickelt sein. Nur die krankheitserregenden Sachen sollen eng. Also es ist nie nur eng gut oder nur weit, sondern je nachdem, es muss schlecht, halt immer eng und weit gut. Genau. Ja. Also die guten Sachen auf die Weite. Aha. Ist schon echt komplex. Die Empfehlung ist eigentlich relativ leicht, weil was man im Alltag jederzeit machen kann, je bunter, je dunkler Obst- und Gemüsesorten sind, umso mehr sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Auch je bitterer, je härter die Schale. Immer alles essen mit Schale. Und mit diesen ganzen Spritzmitteln und Umweltbelastungen, Vergiftungen, das... Genau, also natürlich die Empfehlung gibt es sowieso, dass man halt regional am Bauernmarkt zum Beispiel einkauft. Oder das sind natürlich... Also, ja, aber das hat natürlich dann auch Einfluss darauf, oder? Na klar, wenn die Pflanzen urschnell wachsen ohne Sonne, dann haben die auch gar keine Schutzmechanismen. Und wenn das irgendwelche hochgezüchteten Sorten sind, die nur auf viel Masse sozusagen, da ist natürlich die Anzahl der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe auch viel geringer. Wir haben eine Kooperation mit einer Firma in der Schweiz, die bauen, also Plusons, die bauen im Himalaya Weizengräser an, weil die so langsam wachsen. Und jetzt haben sie eine neue Kooperation mit Bhutan, mit der Universität von Bhutan. Da gibt es die urschönen Fotos, wie die Weizengräser wirklich so babymäßig über Wochen, Monate anwachsen. Und die sind natürlich dann voll mit
mit den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, weil sie ganz langsam wachsen und die optimalen Bedingungen haben. Und die haben das sogar probiert, diese Gräser und auch Shiitake-Pilze in der Schweiz, in den Alpen, wo es ja teilweise auch hoch ist, anzubauen. Mhm. Und der Gehalt der Inhaltsstoffe war nicht zu vergleichen. Weiß man schon, woran das liegt? Aber unser Kooperationspartner hat auch gesagt, er hat das jetzt auch nachgelesen in alten Schriften, auch von Hildegard von Bingen. Sie hat auch diese wichtigsten Sachen, die sie eingesetzt hat an Pflanzenstoffen, alles hochgebaut. Immer auf die höchsten Flächen, die sie finden konnte, um wahrscheinlich diesen Wachstumsprozess und ich weiß nicht, ob das UV-Licht vielleicht auch eine Rolle spielt. Mhm. Schön. Ja, die Mikro-RNA, da haben wir auch diese Optimierungsgeschichte, damit die Informationen schneller laufen und die Methylierung. Okay, super. War das jetzt die letzte Folie? Also das wäre jetzt sozusagen, was ist Epigenetik und wie funktioniert es einfach? Ja, einfach. Das war jetzt gut. Für mich war das sehr herausfordernd alles. In der Praxis jetzt doch nochmal für die Menschen, die das alles jetzt zum ersten Mal hören und dich auch heute zum ersten Mal sehen. Wie kamst du denn darauf? Was hat dich daran fasziniert und was ist wirklich dein Herzblut dahinter, was die Menschen wirklich, wo sollen sie den größten Benefit aus diesem Wissen, aus diesen Analysen für sich rausnehmen können? Für mich ist es eben natürlich die Mischung auch aus politischen und gesellschaftlichen Fragen auch. Wo werden Lebensmittel hergestellt? Was wird damit gemacht? Und was macht es in uns? Also die Interaktion der Mensch auf die Ernährung und die Ernährung auf den Menschen. Das ist ja auch Teil des Studiums. Und ich bin eigentlich über die molekulare Mikrobiologie gekommen, über die Bakterien im Stuhl, in unserem Darm, die halt so viele positive Sachen machen für uns, die eben zum Beispiel auch, was wir denken, wie wir denken, mit beeinflussen. Und diese Bakterien muss man ja füttern. Und da habe ich ein interessantes Kinderbuch gelesen. Das heißt, there's a zoo in your poo. Also das Kind ist quasi der Zoodirektor und hat einen ganzen Zoo im Darm leben. Und jedes Tier im Zoo braucht halt andere Nährstoffe. Und das Kind muss eben sozusagen alle Tiere füttern. Und wenn es eben irgendwen vergisst, dann frisst der vielleicht andere Tiere auf und die können dann eben, die sind halt dann aus dem Zoo weg. Und so denke ich mir das auch, es ist eigentlich so einfach, so viele Krankheiten, also 80% aller Krankheiten werden eben durch Ernährung, Bewegung mit beeinflusst. Und Genanalysen und sowas, das interessiert mich alles. Ich bin auch wissenschaftlich extrem interessiert und setze das gerne um alles, aber es ist doch irgendwie einfach. Man muss halt jetzt diesen Weg gehen über die Wissenschaft, dass den Leuten das bewusster wird, das zu verstehen, das komplexe System unseres Körpers mit einfachen Mitteln wieder zu beeinflussen. Das Lustige finde ich ja, wir kommen ja egal immer wieder an die Basis zurück. Regional, viele intensive Farben, viele Bitterstoffe. Aber anscheinend brauchen wir wirklich immer dieses noch komplexere Ja, es ist Erklärmodell, beziehungsweise vielleicht müssen wir auch dementsprechend Geld. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo ich Ernährungsseminare gegeben habe und dann teilweise kamen die Leute aus so einem Blutanalysekonzept und sagen, ja, und seitdem ich keine Paprika mehr esse, habe ich 20 Kilo abgenommen und haben dann 400 Euro dafür gezahlt und die hatten einfach alle ein Low Carb unterkalorischen Ernährungsplan. Und dem einen hat mal gesagt, bei dir ist die Paprika böse und beim anderen war es die Orange. Aber dadurch, dass die 400 Euro bezahlt haben, ist die Umsetzung überhaupt erst. Und ist es nicht auch so ein bisschen, dass wenn wir was dafür zahlen und wenn es komplex aussieht und wenn wir denken, es ist individuell, dass dann eben die Motivation auch viel mehr da ist? Ich glaube, die Motivation ist am größten, wenn man von jemandem hört, dass es funktioniert hat. Mhm. Und egal wie, ist natürlich, der Paprika ist natürlich, also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon geredet, ich finde es natürlich jetzt nie die optimale Situation, aber es hat die Leute sensibler für personalisierte Ernährung gemacht. Und
der Weg ist natürlich lang, bis man eben darauf kommt. Und Personalisierung ist was mega Komplexes. Da erstmal alle, die die Analysen machen und auch die Beratung machen, man muss sich einfach super gut auskennen in ganz vielen unterschiedlichen Organen. Man muss das kombinieren können, man muss das überhaupt erstmal messen können. Und es ist natürlich komplex und an einer Stelle muss man halt anfangen. Ja, okay. Ja, die. Also da würde ich auch nochmal gerne ein Interview mit dir machen, so gerade Ernährung. Und was ist jetzt wissenschaftlich überhaupt wirklich möglich? Ja. Was ist nicht möglich? Wo werden wir auch ein bisschen, sag ich mal, nur motiviert, uns individualisiert zu... Das Individualisierte ändert sich ja auch. Man hat ja einfach verschiedene Bedürfnisse über sein Leben und die verändern sich und so muss ich die Ernährung mit anpassen auch. Ja. Also voll spannend. Und vielen Dank, dass du gekommen bist und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Wir sind natürlich jetzt extrem geswitcht. Ich habe zwischendrin auch so ein paar praktische Fragen immer gestellt, die es so vom Thema ein bisschen abgelenkt haben. Aber ja, ich bedanke mich sehr und danke für die Einladung. Bis bald. Ja. Tschüss. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen, auch aus dieser ganzen Epigenetik, wie wir die nutzen können für uns und sowohl präventiv als auch vielleicht wirklich in Regenerationsprozessen. Und schön, wie wir die Wissenschaft wirklich für uns nutzen können. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.